Das perfekte Chaos grüßt euch zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Im letzten Part sind wir hier noch in Ganons Turm stehen geblieben und haben die rechte Seite. Ich glaube, es ist die rechte Seite. Ja, ich kann links und rechts nicht unterscheiden, jetzt wisst ihr es. Es ist raus, das Geheimnis, jetzt wisst ihr alle, ich kann links und rechts nicht unterscheiden. Wenn wir jetzt die andere Seite noch untersuchen, dort noch ein paar Truhen abholen und bevor wir uns dann auch in Richtung Turm aufmachen. Denn dort oben wartet dann unser Boss. Okay, hier haben wir auf jeden Fall noch mal ein paar Truhen und ein paar Skelettritter, die gerne mit dem Bumerang verprügelt werden wollen. Wenn wir hier wieder drei Selbstschussanlagen haben, hier haben wir in die einen Truhe 20 Rubine. Da haben wir wieder ein paar Bomben. Dann haben wir hier drüben 10 Pfeile. Und hier nochmal 20 Rubine. Damit war das auch alle hier oben. Also viel gibt es auch nicht mehr zu sehen. Danach habe ich auch schon das Gröbste hinter mir. Zumindest gehe ich jetzt mal stark davon aus. Okay, jetzt muss ich nur... Ah, hier. Gefunden. Okay, dann haben wir eine Schlüsseltür und eine andere Tür. Schlüsseltür bringt mich in einen Schatzraum. Die hier eine Karte enthält. Jetzt sehen wir auch den ganz großen Überblick. Das ist der größte Dungeon, den es gibt. Nur gegen oben wird es halt ein bisschen wieder kleiner. Weil es halt über die Ebenen halt gut verteilt ist. Aber die untere Ebene ist halt richtig groß. So, da können wir auch noch hier unten. Okay, das müssen wir auf jeden Fall wieder. Eich? Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, ob man die nochmal betätigen muss, aber ich hoffe es jetzt mal nicht, weil das wäre jetzt ein bisschen blöd für mich. Weil jetzt müssen wir den Schalter nämlich so timen, dass der, glaube ich, halt nur einmal aktiviert wird. Weil, wenn ich jetzt die Bombe zu nah platziere, dann würde ich den Schalter beide treffen und dann würde die Farbe es gar nicht ändern. So komme ich nämlich hier rein. Und dann hier in dieses Warpfeld. Also ich muss dann nochmal eines zustimmen, der hat auf jeden Fall sehr gute Geschmäcker für Schlösser. Der sollte mal als Villa... sagt man das jetzt nochmal? Also wenn er mir mal meine Luxusvilla aufbauen soll, dann würde ich ihn gerne einstellen. Der baut sehr große, geile Schlösser. Auf die bin ich sehr stolz. Okay, jetzt haben wir das mit den Warp-Spielen. Wenn ich jetzt das falsche Warp-Feld erwische, dann habe ich das Problem. Und da werde ich jetzt einfach mal... Okay, ich probiere es mal mit links. Ja, da komme ich dann an die sprengbare Wand. Da wollte ich auch hin. So, und eine dieser Schalter kann man betätigen. Da, der ist es, damit hier diese Wand aufgesprengt wird. Da sind nochmal viel weiter drin. Einmal mit ein paar Bomben. Nochmal ein paar Bomben. Ein paar Pfeile. Und nochmal ein paar Pfeile. Die werden hier halt in diesem normalen Run halt nutzlos sein, die Truhen.
Aber wenn es ein Randomizer ist, dann nicht mehr, weil dann können die potenziell wichtigen Items beinhalten. Dann sind sie wichtig. Okay, wir haben jetzt alle Räume und die Lupe genommen. Wenn ich das jetzt sehe. Jetzt komme ich nur nicht da raus. Ah, hier. Dann hat mir das geschafft. Dann sind wir jetzt auch fertig. Dann sind wir den anderen Weg gegangen. Und ich kann noch schauen, was da drin ist. Und ein paar Pfeile. So kommt man nämlich auch in den großen Raum. Also das heißt, ihr könnt auf jeden Fall beide Wege nehmen, wenn ihr... Oder kommt damit... immer an den gleichen Ort dran. So, dann hätten wir das jetzt auch geschafft. Dann ist der untere Stockwerk jetzt auch komplett Geschichte für uns. Dann können wir jetzt endlich nach oben. Dann habe ich jetzt auch den anderen Weg gezeigt. Damit ihr auch wisst, dass ihr auch diesen Weg nehmen könnt. Dann gehen wir jetzt nach oben. Und wieder eine... verhexte Fee. Wieder mal eine Behandlung gerne möchte. So, und der Gegner da werde ich jetzt dann gleich mit dem Silberpfeil wegballen. Vorausgesetzt, ich treffe ihn! Und ich muss jetzt daran denken, dass ich auch solche magische Feuergeschosse jetzt abwehren kann. Darf ich ja nicht vergessen. Hey, ich will nur ein bisschen hochdrehen. Ich da jetzt komme und sonst gibt es glaube ich keine. Okay, das ist ein bisschen dramatisch. Wir holen ihn einfach so raus. Damit kriegen wir die Gegner auf jeden Fall da raus. So, und dank dem Spiegelschild können auch die Laserzykloppen uns nichts mehr anhaben. Da werden sie uns nicht von hinten treffen, da wo der Spiegelschild gar nicht hin zeigt. Okay, das wird auch noch eine schwierige, so weil dort eine Truhe ist. Okay, die sind weg. Gut, wenn ich sie fast alle einsperren kann, ist gut. Ich hoffe mal, dass ich den Schalter nicht noch weiter benötige, sonst werfe ich einfach eine Bombe runter. Okay, das mit dem Durchrennen wird nichts. Wir müssen die einfach durch das Kanonade irgendwie durch. So, und hier zu diesem Raum hier. Man kommt einfach so hin, muss nämlich mit. Okay, muss jetzt. Ja, das wird jetzt ein bisschen kompliziert, weil ich muss nämlich. Und ganz wenig hoch, so dass er nicht greift, aber noch rennen kann. Wir müssen jetzt nämlich mit einem Pegasus-Jump rüber. Der einfach gegen die Wand rennt und dann durch einen Rückstoß dann hinten landet. So kommen wir dann in diesen Raum hier mit ein paar Feen und ein paar... Totenschädel. Also ohne große Schwierigkeiten.
Und wahrscheinlich werde ich mir für den Secret Dungeon sogar 4 Super Elixiere nehmen. Weil ich glaube, Feen, die bringen mir wahrscheinlich nichts. Oder sagen wir mal so 3 und vielleicht eine Fee als Sicherheit. Weil ich kann nur sagen, so viel, also der Secret Dungeon wird eine ziemlich riesige Herausforderung. Ich glaube, da bringen mir wahrscheinlich die Feen nicht viel. Ich kann es ja mal versuchen. Aber es wird wahrscheinlich auch dazu hinauslaufen, dass ich dann zwischendurch auch mal kurz in den Dungeon liefern muss, um wieder ein paar Elixiere zu holen. Weil ich habe den nur einmal gesehen und nie selbst gemacht, weil ich das nie konnte. Weil ich die Bedingung nie erfüllt hatte. So, dann wären die zwei auch Geschichte. Okay, dann halt mit demselben Pfeil. Also deine Gegner stellt sich wieder vor ihm wie ein menschliches Schutzschild. Ja, dann klappt das absolut nicht. Ja, und hier haben wir jetzt wieder die Molton. Oder was auch immer, diese Sandkriecher. Man kann sie mit dem Silberpfeil one-shotten, aber man muss halt den Zeitpunkt genau treffen. Nämlich dann, wenn sie rauskommen. Oder eintauchen. Und wenn sie am Explodieren sind, kann man keine Pfeile schießen. Okay, das war ein bisschen zu früh. Getroffen. Dann wieder ein weiterer Stockwerk nach oben. Okay. Wieder Luftmedaillon. So, und wo ist noch sicherer Boden? Okay. Hab's geschafft. Okay, jetzt hier durchrennen. Und wieder diese Boten, die sich bewegen. Das ist genau das, was ich eben nicht mag. Und die einfach durch die Horde durchrennen. Okay, und hier haben wir wieder mal ein Feuerfackelrätsel. Das ist bald. Ganz Skelett mal aus dem Weg räumen. Ich glaube, das untere würde ich dann als letztes anzünden. So. Da komme ich einfacher raus. Und hier hoch. Okay, und dasselbe jetzt noch einmal. Nur, dass das jetzt bescheuerter ist. Wenn nämlich die Gegner nämlich da noch im Weg stehen.
Ups. Und weiter. Könnte halt ein Key. Es wird immer wieder gefährlicher, je weiter nach oben wir gehen. Hier haben wir noch ein paar Bomben. Und da drüben noch ein paar Bomben. Okay, da muss ich jetzt ein Loch in die Wand sprengen. Und zwar hier. Okay. Ich muss jetzt dann gleich mal noch einen kurzen Cut machen. Ich muss das dann gleich noch was schreiben. Und vielleicht auch noch das Fenster zumachen. Es wird langsam frisch. Wo haben wir das Zauberpulver? Danke für die Fee. Und hier ist noch ein Key. Okay, es geht jetzt schnell einen kurzen technischen Cut. Ich muss noch kurz schnell was machen. Also dann bis gleich. So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt du gerade Keanu, der mich gerade angeschrieben hat. Weil ich hatte noch was vor, mit ihm aufzunehmen und er war vorhin noch nicht gerade bereit. Jetzt wäre er gerade bereit. Danke, dass du mich jetzt gerade rumgeworfen hast, blödes Moldornvieh. Das könnte jetzt wieder zu Problemen bereiten. Vor allem, wenn der immer wieder genau auf mich zugeht, das Drecksvieh. Okay, zwei normale Schläge reichen mit dem Level 4 Schwert, dann ist er weg. Kommt er nicht mal in seine Rage-Phase, indem er schneller wird. Und hier sind nochmal 20 Rubine. Und da der Dungeon also doch größer ist als scheint, dann wird es wahrscheinlich mit dem Bosskampf wohl doch... Wobei, ich schneide ihn doch rein. Ist das jetzt der letzte offizielle Part und im nächsten Part ist dann noch der Secret Dungeon und das mache ich dann an einem anderen Tag dann. Ich muss dann nur einen zweiten Safe State noch setzen, damit ich dann alles vorbereite. Wir sind jetzt nah an ihm ran. Also Ganon, mach dich auf was gefasst. Du bist jetzt fällig. Aganim? Respekt, dass du es bisher geschafft hast, Sunny. Zwar freue ich mich, dich wiederzusehen, doch sei versichert, dass es nicht zu einem Treffen kommen wird. Dachte, da wäre Ganon. Was machst du denn hier? Und diesmal hat er auch ein paar neue Tricks auf Lager, denn... er kann sich jetzt multiplizieren. Und man kann auch die Geschosse seiner Klone auf ihn zurückschleudern. Dreifache Gefahr, dreifache Angriffsmöglichkeit. Und ich glaube, seine Angriffskugeln haben jetzt auch sogar noch Zielsuchfunktion. So, gib auf! Das Ganon? Ah, komm her! Ah, du entkommst mir nicht. Dann war Aganim also in Wahrheit
Ganon, dann hat das also doch irgendwie geschafft rauszukommen. Okay, dann ist es also soweit. Der letzte Kampf steht bevor und den werde ich auf jeden Fall noch einfügen. Ich werde jetzt nochmal einen kurzen Sicherheitssave machen. Ich werde jetzt auch noch ein paar Herzen auffüllen, weil ich gehe mit vollem Herzen lieber rein. Wenn es geht. Also ich werde jetzt hier auch nochmal einen weiteren kurzen technischen Cut machen, weil ich werde jetzt auch noch einen Sicherheitssave setzen. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich soweit bin. Also bis gleich. So, jetzt habe ich mich auch wieder vorbereitet. Dann geht's Ganon an den Kragen. Komm her! Wer hätte gedacht, dass ein kleiner Strich mit mir so viel Ärger macht? Ich kann nicht glauben, dass du mein zweites Ich-Aganin zweimal besiegt hast. Aber in mir hast du deinen Meister gefunden. Das Triforce erringst du nie und nimmer. Ich werde dich vernichten. Dann werde ich der Herrscher über beide Welten sein. Das wirst du nicht. Solange ich lebe, hast du keine Macht darüber. Und zu Ganon selbst hat man in der Zeit nur das Level 2 Schwert. Ist er nur gegen Wirbelattacken empfindlich und normale Schläge würden da kein Damage machen. Also ab dem Zeitpunkt wird es auf jeden Fall schon empfehlenswert sein, zumindest das Level 3 Schwert zu haben. Am besten sogar das Level 4 Schwert, dann hättet ihr noch ein paar Vorteile mehr. Damit ihr schon mal ein paar Damage mehr eindrücken könnt. Und jetzt wird er langsam zur Bedrohung. Er macht jetzt die Arena kleiner. Beschwört sogar einen Feuerphönix. Es sind jetzt nur noch Treffen irgendwie. Hab ihn. Dann macht er ab dem eine Stampfattacke. Das heißt, er ist schon am Existenzminimum. Hab dich. Du hältst dich gut, Junge. Aber kannst du gegen meine dunkle Kampftechnik bestehen? Oh Gott! Und jetzt kommt er zu einem weiteren Trick, denn er macht die Kampfarena noch dunkel. Ihr müsst das Licht wieder einschalten, ihn dann angreifen. Und sobald er weiß ist, ein Pfeil reinjagen, denn dann sind die Lichtpfeile sehr empfindlich gegen ihn. Ich glaube, man kann es auch ohne Lichtpfeil, also ohne Silberpfeil machen, aber es ist nicht empfehlenswert. Am besten man macht es lieber mit. Okay, so, jetzt muss ich nur schauen, wo er ist. Es ist halt nur doof. Man kann ihn auch zwei reinjagen, aber es ist nur schwierig. Und nun sei vernichtet und bleib tot. Das, was der Held der Zeit nicht geschafft habe, mache ich jetzt zu Ende. Denn an mir hast du jetzt meinen Meister gefunden. Denn ich beende das, was er begonnen hat. Sei willkommen, Sonic. Ich bin die Essenz des Triforce, die goldene Macht. Das Triforce wird demjenigen jeden Wunsch erfüllen, der es berührt.
handelt es sich dabei um jemanden mit reinem Herzen, werden gute Wünsche wahr. Handelt es sich aber um jemanden mit dunkler Seele, werden böse Wünsche wahr. Je stärker der Wunsch, umso mächtiger die Erfüllung dieses Wunsches durch das Triforce. Ganon wollte die Welt erobern, so wurde aus dem goldenen Land die Schattenwelt. Hier konnte Ganon seine Macht vergrößern, um mit dem Ziel auch Hyrule zu erobern. Doch du hast Ganon besiegt, seine unheilvolle Macht und die Schattenwelt sind vergangen. Das Triforce ist bereit für seinen neuen Gebieter. Halte diese Macht in deinen Händen. Berühre das Triforce mit einem sehnlichen Wunsch in deinem Herzen. Ja, denn wir sind jetzt der neue Herrscher des Triforce. Und unser Wunsch soll das Goldene Reich wieder strahlen. Die Rückkehr des Königs, Hyrule Schloss. Denn der Fluch von Aghanim ist jetzt gebrochen und der König hat seine wahre Gestalt wieder erlangt. Und die sieben Maiden plus Prinzessin Zelda sind wieder befreit. Der Priester wurde wiederbelebt. Der ist wieder in der Kathedrale zugange. Sahasrara konnte friedlich wieder zurückkehren. Auf nun der Flöten spielen, der Junge, der wäre auch wieder zurück. Währenddessen geht auch der geheimnisvolle Dieb seinem Job weiterhin nach. Die zwei, die in der Schattenwelt gefangen waren, die sind jetzt auch wieder zurück. Und mein Onkel geht's gut. Er hat also ist also doch nicht gestorben. Wenn das verkauft wird, soll der König auch wieder für überteuert weiterhin flossen. Doch der Magie-Shop hat auch wieder freundliche Zeiten. Die zwei Holzfäller machen auch wieder ihren Job weiterhin. Das ist doch schön. Ah, und der Junge ist auch wieder zurück. Wir haben auch ihn gerettet. Die Königin der Feen hat ja auch ihren Beitrag dazu getragen. Die Schmiede arbeiten jetzt auch noch so weiter, wie sie können. Die haben unsere Schwert ja auch aufgegradet. Und die Dorfbewohner ist es jetzt endlich klar, dass wir nicht die Bösen waren. Dass sie nur wieder den Lügen von Aghanim reingefallen sind. Ah, der kranke Junge ist auch wieder gesund. Das ist doch schön, wenn die alle wieder in Frieden leben können. Ich hoffe mal, dass das mal für eine längere Zeit ist. Und dass Ganon jetzt endgültig erledigt ist. Das Masterschwert, es ruht wieder. Für immer. Und das ist ja nicht mal das richtige Masterschwert. Das sollte eigentlich golden sein. Weiß auch nicht. Vielleicht hat er jetzt ein Felk-Masterschwert reingetan. Wer weiß das schon? Das weiß eben niemand.
Tja, damit ist das Projekt mal vorerst mal abgeschlossen. Aber noch nicht ganz, denn ein Part gibt es ja noch. Und zu dem Resümee, das komme ich dann auch erst dann... Wobei, das kann ich eigentlich auch jetzt schon reinhauen. Denn ein Part fehlt ja noch. Wir haben ja auch noch den Secret Dungeon noch vor uns. Den werde ich dann im nächsten Part noch angehen. Das ist dann sozusagen der große Abschluss. Ich weiß nicht, ob ich das alles in ein Part reinpacken kann. Ich versuche es, sonst wird es halt ein paar mehrere Parts dazu geben. Oder halt ein XXL-Part daraus. Und sobald mit den Secret Dungeon auch abgeschlossen habe, dann ist auch das Projekt auch zu 100% beendet. Mit allen Herzteilen und allem drum und dran. Hätte halt schon liebend gerne die SNES-Version hergenommen, aber da meine Gott das noch nicht wollte. Hat leider die GBA-Version. Aber wenn ich jetzt die beiden Versionen miteinander vergleichen müsste, gefällt mir die SNES-Version schon um einiges schon besser. Halt Nostalgie-Feeling, ich bin halt einer, der Nostalgie ein bisschen mehr Hut hat. Aber sonst ist das Spiel auf jeden Fall interessant. Es hat auf jeden Fall einiges Gutes zu bieten. Wenn man halt schon alles genau weiß, dann kann man das auch gut durchrushen. Ich glaube, ich habe jetzt 16 oder 17 Parts benötigt. Wir müssen den Bonuspart nicht mehr berechnen. Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Wenn ihr es spielen wollt und ihr habt eine Nintendo Switch und ihr habt auch noch eine Online-Abo, dann habt ihr sogar noch gratis. Ist, dann könnte es sogar auch noch in den Genuss kommen, der SNES-Version. Es hat zwar den Secret Dungeon nicht, aber darüber können wir jetzt wegsehen. Also ich kann es nur herzlichst empfehlen. Was jetzt dann als Nachfolgeprojekt dann kommt, das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ich habe es ja schon so in etwa noch angekündigt. Und ich werde jetzt so mit dem Projekt auch kürzer treten. Das wird jetzt einfach so spontan mal sowas kommen. In Planung ist ja auch schon auch The Legend of Zelda Majora's Mask Randomizer. Da bin ich schon mit dem lieben Sekiano 88 dran. Dann wären auch noch Payday 2 wäre ich mit ihm dran. Und je noch die Spielverlauf suche. Heirusburg 0, Burgverlies 0, Ostpalast 0. Wüstpalast 0, Bergturm 0, dann Palast der Dunkelheit 0, Sumpfpalast 0, also ich glaube ich habe keine Devs. Das muss man auch noch. Ja, ich habe keine Devs. Das ist nur die Feen. Die zählen halt nicht aufs Dev. Versuche insgesamt 0. Also sogar ohne Dev. Da bin ich sogar noch stolz drauf. Aber wann genau was kommt, das weiß ich noch nicht so genau. Das entscheide ich dann immer so spontan. Wenn ihr noch Interesse an dem Secret Dungeon habt, dann bleibt dran. Im nächsten Part geht's dann los. Ansonsten, wenn ihr eines der anderen Projekte dann sehen könnt, bei den Playlists, da werdet ihr sicher noch fündig. Ansonsten war es das jetzt auch von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Im nächsten Part wäre dann der Secret Dungeon. Wenn noch Interesse bestände, würde ich mich freuen, wenn ihr auch da wieder reinschauen würdet. Und ansonsten sehen wir uns dann in einem der anderen Projekte, wo auch immer. Also dann. Bis zum nächsten Part. Ciao.